Dann hallo und herzlich willkommen hier am Three-Headed Monkey Village auf der Plank Stage. Wir haben heute jetzt für euch Markus und Markus erzählt euch etwas über 15 Jahre Netzpolitik.org. Und ohne große Umschweife, einen großen Applaus bitte, und zwar jetzt. Vielen lieben Dank. Ja, hallo. Ich habe ca. 150 Folien, eine Stunde Zeit. Ich beeile mich. Es gab zwei Vorläufer von Netzpolitik.org. Netzpolitik.org, in der jetzigen Version, ist 2004 online gegangen. Einer der Vorläufer war Informationsfreiheiten.de. Da hatten vor allen Dingen Wetterfrosch und ich 2003 die Idee, wir aggregieren mal alles, was so in der digitalen Zivilgesellschaft zu einem Zeitpunkt stattfindet. Das Problem war, es fand nicht so viel statt, es gab nicht so viel News zu berichten. Das andere war, unter Netzpolitik.org habe ich schon mit einem anderen Blogsystem, damals Nucleus, zwei Jahre lang über meine Aktivistentätigkeit so Tagebuch geführt über den Kampf gegen Softwarepatente auf EU-Ebene und den Weltgipfel zur Informationsgesellschaft. Das heißt immer, das Internet vergisst nichts. In diesem Fall leider schon. Ich habe noch irgendwo zu Hause Backups auf irgendeiner alten Festplatte. Die habe ich jetzt nicht gefunden, muss ich mal suchen. Das waren auf jeden Fall so die beiden Vorläufer. Und dann 2004 fing dann Netzpolitik sozusagen in der jetzigen Form an als, ja, am Anfang News-Aggregation. Weil am Anfang, es gab noch keine sozialen Medien oder beziehungsweise sozialen Medien bestanden aus Blogs. Das, was heute auf Twitter, Facebook und sonst wie ablief, hat man halt damals in Blogform gemacht und sich untereinander vernetzt. Das war der erste Artikel, 10. August 2004. Wir hatten damals noch die Freie Software Presseagentur gemacht, zusammen mit der FSFW Europe, Linux-Tag und KDE, um einen wöchentlichen Newsletter rund um Neuigkeiten aus der freien Software rauszugeben. Und da hatten wir einfach testweise das Copy and Paste reingepastet. 2004 war sonst relativ unspektakulär. 2005 fing es dann mehr an. Der erste Podcast war mit John Gilmore, dem Gründer der der Electronic Frontier Foundation. Dann hatten wir Berichterstattung Microsoft im Parlament. Damals hat Microsoft als einer der ersten Firmen eine Lobbyveranstaltung im Berliner Abgeordnetenhaus gemacht, als das gerade über Microsoft oder Linux diskutierte. Und wir fanden es so ganz lustig, da mal so ein paar Pinguine reinzubringen, zusammen mit dem CCC. Und haben dann erstmal einen Livestream rausgesendet, was damals noch nicht so ganz trivial war. Es hatte nicht jeder UMTS und so weiter, aber wir haben es einfach gemacht, um ein bisschen Öffentlichkeit reinzubringen. Dann später kamen dann die Pinguine da rein. Die hatten wir uns von der Grünen Jugend ausgeliehen. Die hatte kurz vorher so eine Eisschmilzaktion gemacht. Und dann haben wir dann noch halt, Alt plus F4 Fähnchen ins Catering reingemacht. Ich habe jetzt leider nur kleine Bilder gefunden. Dann war so in der Retrospektive habe ich festgestellt, also vor allen Dingen in den Nullerjahren waren die Copyright Wars so das dominante Thema, was dann irgendwann vom Überwachungsdiskurs abgelöst wurde. 2005 war vor allen Dingen so die ganze File-Sharing-Bekämpfungspolitik da und es hieß immer, es gibt so gute Music-Stores im Internet als Alternative zum File-Sharing, die haben wir alle mal durchgetestet, haben nicht wirklich funktioniert. 2005 wurde die Vorratsdatenspeicherung beschlossen. Viele haben erst Jahre später davon mitbekommen, wie das immer so ist auf EU-Ebene. Die EU macht was, keinen kümmert's und dann kommt was auf nationaler Ebene zur Umsetzung. Alle laufen wie aufgescheuchte Hühner durch die Gegend. Wo kommt das auf einmal her? Netzpolitikleser wissen in der Regel alles früher. Es war noch die Diskussion rund beispielsweise um Sony Rootkit. Die hatten die super Idee, irgendwie ein Rootkit auf CDs auszuliefern, um Kopierschutz zu vermeiden. Damals hatte ich dann auf dem CCC 22. Chaos Communication Kongress mit Fukami dazu einen Vortrag gemacht. Und wir hatten dann ausführlich die ganze Historie zusammengestellt. Kommen wir 2006. 2006, Zeit, zweiter Korb, Urheberrechtsreform. Wir haben Livestreams aus den Anhörungen gesendet. Da waren normalerweise immer nur Pro-Urheberrecht-Lobbys, keine Gegenlobby, oder die Gegenlobby bestand aus drei Leuten, die da irgendwie in ihrer Freizeit waren, und um Öffentlichkeit zu machen, haben wir den Service angeboten, wir bringen da Livestreams raus. Es gab auch erste Kampagnen, beispielsweise Musikindustrie war der Meinung, es gibt keine Probleme mit Kopierschutzsystemen, wir meinten halt, ja, schickt ihnen eure Probleme. Zweite Korb wurde beschlossen, führte dann halt zu Abmahnindustrie in Verbindung mit der Richtlinie zur Durchsetzung von geistigem Eigentum, der IP Red 1, die dann ein Jahr später nachkam. Es gab auch das erste Netzpolitik-TV, damals haben wir noch mit Video rumexperimentiert. Das war gar nicht so trivial, weil unser Anspruch war, alles mit Linux zu machen. 2006 Linux, Filmsoftware war entweder mit Cinelera, musste man ein Studium fast beschließen, KDE in Live ist immer abgestürzt, aber wir haben es trotzdem motiviert angegangen,
aber nicht so lange durchgehalten. Digital Rights Management war das große Thema, wo wir sehr viel drüber aufgeklärt haben. Dazu gab es auch noch Aktionen zur IFA beispielsweise, wo wir uns auch immer gedacht haben, okay, eigentlich brauchen wir nur 3 Leute, um in die Medien zu kommen. 2 halten irgendwie einen Banner und einer die Kamera. Hat auch super funktioniert. Beispielsweise hier waren wir auf der Popcom. Da hat dann Wetterfrosch einfach mal irgendwie ein Heute-Journal oder Tagesthemen-Team angesprochen, erzählt, wir stehen gleich bei Sony, wollt ihr nicht mitfilmen? Ja, und dann haben wir zu zweit das Banner hochgehalten und waren da mit den Tagesthemen. Recht einfach. Haben wir dann später auch mal Greenpeace erklärt, könnten sie doch auch mal machen. Andere Aktionen, doch schon Datenschutzauskünfte sozusagen. Hier in diesem Fall CIA spioniert auf deinen Kontos, frag doch mal deine Bank, hier sind Formulare und so weiter. Eine andere lustige Aktion war, es gab dann mal irgendwann so ein Creative Commons Porno von, wie heißt sie nochmal, die ist mittlerweile ziemlich berühmt geworden, Lust ist ihr Nachname. Naja, auf jeden Fall hat man den einfach verlinkt und dann war erstmal 3 Tage unser Blog kaum erreichbar, weil wir standen irgendwie mit freier Porno irgendwie bei Google unter den Platz ersten 3 oder so weiter. Und das war damals noch ganz schön viel Traffic, der darüber kam. 2007, erste Republika, hat sich auch irgendwie so rausgegründet. Damals waren die Kongresse noch relativ unpolitisch. Und wir dachten, okay, wir brauchen eine eigene Konferenz so für die Themen digitale Öffentlichkeit, Medienwandel, Netzpolitik. Mittlerweile ist die Republika auch ein bisschen größer geworden, hat sich eigentlich daraus entwickelt. Anderes Ding war aus 2007, Kinderreporter fragen Politiker im Internet. Ist morgens irgendwie im Morgenmagazin gelaufen, hat keiner so mitbekommen. Uns ist die MP4-Datei zugespielt worden, wir haben sie einfach online gestellt und das ging dann ganz gut rum. So, ne? Berühmt geworden ist die Frage von einem Kind an Brigitte Zypris, damals Justizministerin, davor jahrelang Staatssekretärin für Digitales im Innenministerium, die dann gefragt wurde, welchen Browser benutzen Sie eigentlich? Und sie fragt nur so ihre Mitarbeiter, Browser, was war nochmal ein Browser? Ströbele erklärte dann mal, dass er schon 1 oder 2 Mal im Internet war. Eines der ersten Papiere, die wir veröffentlicht haben, war ein Papier des Innenministeriums an die SPD-Fraktion. Also 2007 haben wir auch schon unseren Serverplatz zur Verfügung gestellt für Dokumente, die sonst nicht die Öffentlichkeit erreichen. Wir haben auch schon angefangen, Anhörungen aus dem Bundestag mitzutippen. Später haben das dann André und Anna noch ein bisschen professionalisiert, dazu später mehr. 2007 war auch die erste große Demonstration, die Freiheit statt Angst Demo gegen die Vorratsdatenspeicherung mit 15.000 Menschen, 2008 später dann 30.000 Menschen. Wahrscheinlich der Höhepunkt, so viele Leute waren vorher noch nie für Datenschutz auf die Bühne gegangen. Aber die Vorratsdatenspeicherung wurde trotzdem beschlossen. Der Wetterfrosch hatte damals noch die Idee, ein Iconset für Datenschutzerklärungen zu machen, angelehnt an Creative Commons Icons. Eine Idee, die viele, viele Jahre später dann irgendwie trotzdem noch mit der Datenschutzgrundverordnung so ein bisschen irgendwie in die Öffentlichkeit kam. Wetterfrosch war da ein bisschen visionärer, ist leider nicht ganz so umgesetzt worden, wie wir uns das vorgestellt haben. 2008. Erster Gesetzestext, den wir veröffentlicht haben, das BKA-Gesetz zum Download. Gesetzestexte gibt es halt immer oder kursieren innerhalb von Lobbys, die dann da alle drauf einwirken, sozusagen hinter den Kulissen. Aber wenn diese Referentenentwürfe nicht veröffentlicht werden, kann keine öffentliche Debatte darüber stattfinden. Deswegen waren wir immer der Meinung, wenn wir diese Dokumente zugeschickt bekommen, dann veröffentlichen wir sie auch gerne und ordnen sie ein. 2008 gab es die erste Nominierung für den Grimme Online Award. Danach wusste auch meine Mutter, was ich mache. Irgendwas mit Iris Berben. Auf der Republika präsentierten wir Forderungen für eine zeitgemäße Netzpolitik. Ich habe mir die alle nochmal durchgelesen, könnte ich alles heute immer noch unterschreiben. Hätte man auch natürlich ausführlicher nochmal beschreiben können. André veröffentlichte seine Bachelorarbeit zur Vorratsdatenspeicherung. André war damals Praktikant, kam dann später als fester Redakteur ins Team. 2008 war auch eine Diskussion rund um das Telekom-Paket auf EU-Ebene. Eine Diskussion, die außer in bestimmten Fachkreisen keiner mitbekommen hat. Wir sind da immer hingefahren, haben mit La Quadrature du Net und anderen Lobbying gemacht. Das war die erste Schlacht um Netzneutralität ohne
dass die Öffentlichkeit mitbekam, was überhaupt Netzneutralität ist. Wir haben auch ein bisschen versucht, so laienhaft Video zu machen. Man sieht auch da unten 278 Aufrufe, war jetzt nicht besonders viel. Andererseits, wir haben natürlich alles damals auch immer noch unter freien Lizenzen bei uns als Podcast, Videopodcast online gestellt. Also ein paar mehr haben schon gesehen, aber jetzt kein großer Erfolg. 2008 war auch die Debatte oder fing die Debatte um Zensursula an, wo dann 2009 sich alle fragten, wo kommt das auf einmal her? Bei uns im Archiv ist aber so der ganze Weg irgendwie beschrieben. Kommen wir zu 2009. Ab da wird's spannender. Die Deutsche Bahn hatte einen Mitarbeiterüberwachungsskandal und uns wurde ein internes Papier zugeschickt, wo drin stand, dass da der größer war als der Öffentlichkeit bekannt. Wir haben es gerne online gestellt. Und dann kriegten wir ein paar Tage später eine Abmahnung von der Deutschen Bahn. Ja, wir wussten auch nicht so genau, was wir damit anfangen sollen, weil wir hatten keine Anwälte im Team. Wir haben also einfach erstmal die Abmahnung online gestellt, weil da stand drin, sie haben 3 Tage Zeit, das runterzunehmen. Dann dachten wir so, okay, dann in 3 Tagen ist es überall irgendwie gespiegelt und bis dahin können wir uns immer noch überlegen, ob wir es runternehmen. Aber wir bloggen jetzt erstmal die Abmahnung. Nach 3 Tagen gab es eine kleine PR-Krise für die Deutsche Bahn und sie haben dann sozusagen die Abmahnung zurückgenommen. Parallel fingen die Proteste gegen Zensursula an, mit Mahnwachen. Hier sieht man Konstanze mit Internetführerscheine für Problempolitiker-Schild. Es gab noch eine größere Mahnwache. Das waren aber noch relativ kleine Proteste verglichen mit den Upload-Filter-Protesten irgendwie in diesem. Ja, Zensursula kam leider durch, wurde aber ein Jahr später dann von der folgenden schwarz-gelben Koalition wieder abgesägt. Ja, anderes schönes Beispiel aus dem Jahr war Schäuble-Plakat-Remix. Kriege ich morgens mit, so CDU hat so ein Plakat, wir haben die Kraft für Sicherheit und Freiheit, stellt's ins Netz und meine so, kann man das nicht remixen? Geht dann in ein Meeting rein, kommt 2 Stunden wieder, schon ganz viele Remixe irgendwie in den Kommentaren, der erste hat schon eine Photoshop-Datei hochgepackt und so weiter. Und dann hatten wir abends schon irgendwie eine schöne Zusammenstellung an Remixen, haben die auch nochmal veröffentlicht, so. Und am nächsten Morgen hat dann das ARD Morgenmagazin das aufgegriffen. Es war Wahlkampf, was passiert im Netz? Und die Fotografin sieht diesen Bericht im ARD Morgenmagazin und droht uns erstmal mit einer Abmahnung. Was ganz lustig war, weil die CDU vergessen hatte, die vollkommenen Rechte dieser Frau abzukaufen und die CDU eigentlich eher ein Problem hatte, so, weil natürlich die Öffentlichkeit dachte so, wieso gibt es jetzt eine Abmahnung für sowas. Da hatte dann auch schon jemand einen Remix-Generator gebaut und durch diese Abmahnung oder Androhung gab es nochmal mehr Aufmerksamkeit. Nach einer Woche hatten wir 1000 Einreichungen und das war eigentlich so, yes, we scan, die beste Einreichung. 2009 war auch eine Zeit von verschiedenen Datenlecks oder Sicherheitsproblemen, die uns dann zugespielt wurden. SchülerVZ hatte einer irgendwie die ganzen Daten runtergescrapt. SchülerVZ sagte immer, Schülerdaten sind bei ihnen gut aufgehoben. In diesem Fall eher nicht. Wir hatten dann halt ganze Profillisten von Schulen irgendwie, wer da drauf ist, in welchen Klassen und so weiter und haben das halt thematisiert. Das war das erste Mal, als dann die Kamerateams bei uns Schlange standen. Es gab ein Jahr später auch nochmal mehr SchülerVZ-Sachen. SchülerVZ war irgendwie, StudiVZ war so die Billigkopie von Facebook. Die hatten damals einfach Facebook kopiert, inklusive irgendwie CSS, wo noch Facebook irgendwie im Link drin stand, aber das alles irgendwie rosa angestrichen, um das dann in Deutschland ganz groß zu machen und dann irgendwie zu verkaufen. Das war mal eine Zeit lang ganz in. SchülerVZ waren eigentlich die ganzen Schulen dann darüber organisiert oder die ganzen Schüler. Ja, und wir sind so ein bisschen schuld daran, dass das irgendwie kaputt gegangen ist. Also eigentlich sind die schuld. Wir haben nun darauf hingewiesen, dass es halt komplettes Security-Desaster ist. Oder sagen wir mal, ihre Ansprüche, Schülerdaten zu schützen, nicht ganz so stimmen. Dann hatten wir auch noch ein anderes Ding, Libri, Libri-Shops, gab so E-Book-Shops und so weiter. Erstmal hatten wir einen Zugriff auf 500.000 Rechnungen, weil sie die Rechnungen nicht gesichert hatten. Das war halt dieses übliche in der URL, irgendwie eine Zahl drin und man macht eine andere Zahl rein, hat eine andere Rechnung. Ja, dann haben wir das erstmal veröffentlicht, so am nächsten Tag kriegt man den Hinweis, naja, aber die bieten auch ganz viele Shop-in-Shop-Systeme an und da kann man überall mit denselben Login-Daten irgendwie überall in alle anderen Shops reingehen. Dann jedes Mal den Geschäftsführer konfrontiert, beim zweiten Anruf meinte er, wollen Sie uns pleite machen? Und ich so, sorry, aber ich berichte da einfach nur drüber. Ich kriege dann auch noch ganz viele Rechnungen im Sparkassenshop und so weiter. Ja, also mittlerweile sind ja Datenlecks irgendwie die Regel geworden. Zu dem Zeitpunkt war das noch was relativ Neues. Telekom-Paket ging da auf die Zielgeraden.
Es gab, also wir konnten verhindern sozusagen, dass da Netzsperren reinkamen. Wir konnten uns bei Netzneutralitäten nicht so ganz durchsetzen. Jahre später gab es dann auch mal die richtig große Debatte um Netzneutralität. Es gab eine mündliche Anhörung zur Vorratsdatenspeicherung beim Verfassungsgericht. Damals waren dort Computer verboten, aber verschiedene twitterten von vor Ort und wir haben halt diesen Twitter-Stream sozusagen in eine chronologische Reihenfolge gebracht, um halt dafür Öffentlichkeit zu schaffen. Und auch da war schon ein Zeitpunkt, wo wir sehr oft thematisiert haben, wie sich Menschen für ihre Rechte selbst einsetzen können, indem man zum Beispiel Abgeordnete kontaktiert. Also ganz viel so Politik für Einsteigererklärungen, um Menschen zu ermächtigen, quasi mit uns für unsere Rechte aktiv zu werden. Kommen wir nach 2010, die Zeit von WikiLeaks. Daniel Domscheit-Berg hat nach seinem Austritt bei WikiLeaks bei uns dann sich erklärt im Netzpolitik-Podcast 102. Damals hatten wir dann schon nach 5 Jahren 102 Podcasts, jetzt sind wir mittlerweile bei 180, dazwischen waren wir nicht ganz so motiviert. 2010 war auch die Zeit, wo Google Street View ein großes Ding war, wo dann die Polizeigewerkschaft froh war, mit Google Street View auch mal auf digitale Streife gehen zu können. Linus hat das dann damals bei uns passend kommentiert. Es war auch die Zeit Jugendmedienstaatsvertrag, wo man auch noch so tolle Ideen hatte, wie Sendezeitbegrenzung im Internet irgendwie durchzusetzen, Netzsperren und so weiter. Der wurde dann irgendwann mit einer Abstimmung in NRW beerdigt, weil nicht alle Bundesländer einstimmig dafür waren. 2010 war auch so eine Zeit, wo quasi ein Jahr nach dem Piraten-Hype beziehungsweise im Piraten-Hype irgendwie alle Politiker auf einmal anfingen, sich für Netzpolitik zu interessieren. Es gab die Enquete-Kommission Internet und digitale Gesellschaft, wo Constanze und ich drin waren. Thomas de Maizière veranstaltete verschiedene Multi-Stakeholder-Runden, um dann eine Grundsatzerklärung zu machen. Da mussten wir halt immer hin digitale Grundrechte präsentieren, repräsentieren, verteidigen sozusagen gegenüber den ganzen anderen Stakeholdern. De Maizière war letztendlich der einzige interessante Innenminister insofern, dass er argumentieren konnte. Er hatte halt zwar eine ganz andere Haltung, aber alle, die davor und danach kamen, waren, sagen wir mal, netzpolitisch nicht ganz so fit wie er. Ja, muss man dazu sagen. Anderer Minister, der 2011 groß rauskam, war Gutenberg, der dann auch über das Gutenberg-Wiki fiel und wir dachten, wir thematisieren das mal, weil Urheberrecht, ja, ist schon für alle ein bisschen kompliziert. 2011, Twitter-Revolution in Ägypten, USA, große Diskussionen rund um SOPA, PIPA, ja quasi Überwachungszensurgesetze zur Durchsetzung des Urheberrechts. In Deutschland auch schon ACTA, über ACTA hatten wir schon 2008 berichtet, richtig groß fing es dann erst Ende 2011 an, Anfang 2012 ein Thema zu werden. Dann gab es die Diskussion über einen Schultrojaner, den wir gestartet haben, und zwar die Bundesländer hatten irgendwie fernab der Öffentlichkeit einen Rahmenvertrag mit Schulbuchverlagen und Verwertungsgesellschaften geschlossen, um halt Verwendung von urheberrechtlich geschützten Werken in Schulen zu regeln. Und da wurde vertraglich vereinbart, dass 1% der Schulrechner mit Hilfe eines Schultrojaners auf Plagiate, gemeint waren urheberrechtlich geschützte Werke, untersucht werden sollen. Und wir haben das thematisiert, wir haben diese Rahmenvereinbarung geleakt, wir haben damit Öffentlichkeit geschaffen und das gilt tatsächlich, mir war es gar nicht so bewusst, so als einer der Startpunkte für die offene Bildungsmaterialienbewegung in Deutschland, wo dann auf einmal sehr viele Lehrer dachten, okay, wir müssen Alternativen schaffen und dann angefangen haben, sich zu vernetzen. Ja, 2011 war auch Nein-Cat, fängt das ja an. Okay, ich muss mal trinken. Ich erspare euch die Musik. Aber ich wette, ich habe trotzdem einen Ohrwurm. 2012 fing André an. Ein Jahr vorher war ein Jahr lang Linus Mitarbeiter Nummer 1. André war dann sozusagen Mitarbeiter Nummer 2. Brachte dann erstmal massenhafte Funkzellenabfrage mit. Zusammen mit Michael Greil hatten wir das Ganze auch visualisiert, um darzustellen, was sind eigentlich Funkzellenabfragen, also die Location-Abfragen, wer in einer Funkzelle war, wenn, ja, beispielsweise wie hier,
gegen brennende Autos ermittelt wurde und dass halt ganz viele da unschuldig auch in ein Verdächtigungsraster reinkommen. 2012 war auch, ja, große Zeit von ACTA. Auf einmal war ACTA ein großes Ding. Wir haben 4 Jahre darüber berichtet, hat keinen interessiert. Auf einmal so, oh Gott, wo kommt denn das her so? Aber es gab auch die ersten Massenproteste irgendwie. 100.000, vor allen Dingen junge Menschen, sind da auch mobilisiert von YouTubern dann bei Minustemperaturen auf die Straße gegangen. Politik auf einmal, wo kommt das her so? Medien, wo kommt das her? ACTA war dann irgendwann tot aufgrund von, ja, lustigen Umständen im Europaparlament. Wir haben dann auch die offizielle Gästeliste von Ackermanns Geburtstagsdinner veröffentlicht, die, ich glaube, Stefan Wehrmeier rausgeklagt hatte oder mit dabei war, weiß ich gar nicht mehr so genau, über IFG, so eines der ersten Sachen. Und wir haben ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes und Bundestag veröffentlicht zu Abgeordnetenbestechung. Das fand der Bundestag dann nicht so toll und hatte die super Idee, uns eine Mail zu schreiben, dass wir das doch bitte runternehmen sollten. Paar Jahre später hat eigentlich Frag den Staat irgendwie die Diskussion dann endlich mal geklärt mit befreiten Dokumente oder so, dass halt ja der Bundestag bitteschön diese ganzen Sachen von sich aus selbst mal veröffentlichen soll. 2012 haben wir dann auch mal einfach mal die Kommentare schließen thematisiert, also Kommentarkultur, weil damals fing schon an, dass halt ein Haufen Deppen irgendwie unsere Kommentare, die eigentlich sehr frei waren, irgendwie die ganze Zeit zumüllten mit ihren alles scheiße, alles korrupt und sonst wie. Also das, was wir heute jeden Tag auf Twitter und Co. lesen können, kriegten wir damals so am Anfang mal mit und wir haben dann angefangen, das mal zu thematisieren, wie kann man eine bessere Kommentarkultur entwickeln. Erst viele Jahre später haben wir letztes Jahr dann mal entschieden, okay, wir tun jetzt nur noch innerliche Ergänzungen, die keinen Müll enthalten, irgendwie freischalten und nicht mehr alles freischalten und danach gucken, was löschen wir. Seitdem geht's unseren Seelen viel besser. 2012 hatten wir auch das erste Jahrbuch netzpolitik.org veröffentlicht als Print on Demand oder zum kostenloser Runterladen im Internet und bei der Pirate Bay. 2013 war da eine Zeit, es lief halt, Netzpolitik lief halt immer so als Seitenprojekt meiner Firma New Thinking, machte viel Minus. Das war auch nicht so erfolgreich mit Werbung. Wir hatten immer das Problem, so alle Blogs so finanziert sich mit Werbung. So als politisches Blog hat man das Problem, man wollte jetzt keine Kohle von den großen IT-Konzernen nehmen, so die ganzen irgendwie Werbetreibenden, die in Blogs Werbung schalten wollten, wollten nicht in Politik-Blogs Werbung schalten, sondern in ganzen Lifestyle-Sachen und sonst wie. Wir mussten es aber trotzdem irgendwie finanzieren. Wir haben dann mal unsere Community gefragt, unser Blog soll schöner werden, haben wir alles so offengelegt, wie wir arbeiten, wie wir uns finanzieren, haben immer Ratschläge reingeholt und da gab es dann ganz viele Ratschläge, nimmt doch einfach Spenden und wir dachten halt so, einfach Spenden nehmen ist ein bisschen blöd, also haben wir einen gemeinnützigen Verein gegründet als Förderverein, um darüber die Spenden dann ablaufen laufen zu lassen, um das Ganze auch transparent zu machen und haben dann die erste Unterstützerkampagne gestartet, das sah dann so aus oder so. Und unser erster Transparenzbericht, also wir machten halt 4.000 Euro Minus und das war halt ein bisschen blöd so, weil das mussten wir eigentlich wieder reinholen so, weil das lief schon so ein paar Jahre und ich konnte das meinen Mitgesellschaftern dann irgendwann nicht mehr so ganz verkaufen, warum ich die ganze Zeit irgendwie da Minus mache mit so einem Projekt, was uns kein Geld bringt. Und das führt halt dazu, dass halt jetzt mittlerweile Netzpolitik ja quasi selbstständig ist. Wir hatten dann noch so verschiedene schöne Plakate. Damals war schon unser Motto, uns liegen Dokumente nicht nur vor, wir veröffentlichen diese auch als Statement, dass halt viele andere Medien immer sagen so, hey, uns liegt ein Dokument vor, aber das dann horten wie irgendwie ein Goldschatz und wir waren halt der Meinung, es macht eigentlich auch aus Sinn des Journalismus mehr Sinn, diese Originaldokumente zu veröffentlichen, weil einfach, es gibt keinen Grund, sie nicht zu veröffentlichen. Wir haben noch einen Platz auf dem Server, wir haben nicht begrenzte Seitenzahl in der Zeitung. Und vor allen Dingen können dann unsere Lesenden uns besser kontrollieren, ob wir Fehler machen oder ob wir was übersehen haben. Und ja, eigentlich ist so offener Journalismus ja im Netz besser möglich, als es früher war. Es praktizieren halt leider nur zu wenig. 2013 war auch die Zeit, wo viele unserer Themen endlich mal Mainstream wurden, wie zum Beispiel der ganze Überwachungsdiskurs. Bis 2013 hatte man häufig so das Problem, so außerhalb von so CCC-Kongressen und so weiter, traute man sich nicht immer darüber zu reden, was denn jetzt eigentlich an Überwachung möglich wäre, weil man Angst hatte, so eine Aluhut-Verschwörungsecke gerückt zu werden. Mit Edward Snowden war das vorbei, weil Edward Snowden deckte halt mit Journalisten auf. Das ist alles doch viel schlimmer, als wir irgendwie gedacht haben. Das Problem mit Snowden ist immer noch ungelöst. Er sitzt immer noch in Moskau fest, hat immer noch kein Asyl bekommen. Wir haben dann ein Buch gemacht mit internationalen Beiträgen. Überwachtes Netz, auch wieder bei Pirate Bay oder
als Buch, Print on Demand, kaufbar. 2012 war auch irgendwie Diskussion um Drosselcom, ersten Ansätze der Deutschen Telekom, das Netzneutralität aufzulösen. Wir sind dann zur Mitglieder- oder Hauptversammlung der Telekom nach Köln gefahren, haben das dann mit dem CCC zusammen angebracht. Fukami ist dabei noch runtergefallen bei, aber es hat alles gut geklappt so. Ich stand da gerade unten mit Kamerateams und dem Vorstandsvorsitzenden der Telekom und die waren ganz überrascht, als auf einmal dieses Plakat passend runterkam. Ja, es war auch schön. 2013 war dann auch Internet ist für uns alle Neuland und kommen wir zu 2014. Wir haben den ersten Transparenzreport offengelegt oder veröffentlicht. Das war halt auch unser Anspruch. Wenn wir schon Spenden nehmen, dann wollen wir auch so transparent wie möglich sein, um den Anspruch zu erheben, einfach ja, alles offen zu legen, weil wir sind immer noch der Meinung, alle Organisationen, die Spenden nehmen, müssten eigentlich von sich aus selbst transparent werden. Das schafft auch Vertrauen. Wir sind trotzdem immer noch eine der wenigen Organisationen, die regelmäßig einen Transparenzbericht online stellen. Mittlerweile macht auch Korrektiv zumindest im Quartal einen Transparenzbericht, aber von vielen anderen Medien hört man sowas eigentlich gar nicht. Damals sahen die Zahlen dann so aus. 2014 kriegten wir dann auch den ersten Krimmer Online Award. Meine Mutter war glücklich, weil ihres Berben und so. 2014 fing dann auch der NSA-Untersuchungsausschuss an. André fing dann an, aus allen Sitzungen rauszubloggen, fast ein Echtzeit-Transkript zu schreiben, weil es gab zwar Protokolle, aber die waren halt natürlich nicht öffentlich. Das war aber auch nicht erlaubt, da einen Livestream rauszusenden oder sonst irgendwie, weil bitte nicht so viel Öffentlichkeit. Und wir haben dann kontinuierlich vor allen Dingen André, später Anna, manchmal auch Wetterfrosch, aus den Sitzungen halt diese Öffentlichkeit geschaffen durch teilweise 200.000 Zeichen lange Echtzeit-Transkripte. Ja, könnt ihr auch mal applaudieren. Es war viel Arbeit. Das war eine Zeit, wo auf einmal sehr viel Aufmerksamkeit darauf gelenkt wurde, was unsere eigenen Geheimdienste eigentlich machen. 2013, als die Snowden-Enthüllungen starteten, hatte man noch irgendwie Pofalla so, gehen Sie weiter, gibt hier nichts zu sehen, wir haben überhaupt nichts damit zu tun und vor allen Dingen, wir haben schriftlich, dass sie keine Massenüberwachung machen und so weiter. Für Hans-Peter Friedrich, der war tatsächlich mal Innenminister, vielleicht erinnert sich noch jemand, der erklärte so die ganze Kritik an der NSA, das wäre totaler Anti-Amerikanismus, muss man halt gar nicht so berücksichtigen. Aber es gab auf einmal sondern auch, ja, sind uns dann verschiedene Dokumente zugespielt worden, die wir dann gerne veröffentlicht haben, so was halt BND-Mitarbeiter nicht sagen dürfen und so weiter. Dann schickte der damalige Kanzleramtschef Peter Altmaier einen Brief an die Abgeordneten und drohte mit Strafanzeige. Das kam passend zu unserem 10. Geburtstag, da waren wir ganz glücklich drüber, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Strafanzeigen, Ankündigungen von Kanzleramtschefs kriegt man auch nicht so häufig. Wir haben dann auch die erste, das ist Netzpolitik-Party und Konferenz gemacht. Demnächst kommt die sechste. Auch 2014 haben wir Teaser geleakt. Teaser ist quasi die kleine Schwester der Handelsabkommen neben TTIP, hat aber viel mehr mögliche Auswirkungen auf netzpolitische Fragestellungen, weil da geht es halt um Handel und um andere Sachen als bei TTIP. Hier geht es halt darum, dass beispielsweise Staaten durch das Handelsabkommen auch ihnen verboten wird, zum Beispiel Gesetze zu schaffen, die sagen, naja, alle staatlich geförderte Software muss freie Software sein und so weiter. Aber TISA hat nie die Aufmerksamkeit bekommen. Zum Glück sozusagen, das ist eine der ganz, ganz wenigen Vorteile einer Trump-Präsidentschaft in den USA. Mit Trump war dann TISA kaputt, sozusagen. Der hatte kein Interesse mehr, irgendwie über sowas weiter zu verhandeln. 2015 wurde dann eines der spannendsten Jahre. Wir haben dann erstmal interne Dokumente des Verfassungsschutzes veröffentlicht zur Massendatenauswertung von Internetinhalten. Wir haben Informationen, Auszüge aus Haushaltsdaten, die geschützt waren, veröffentlicht, die halt ganz lapidar zeigten, wie so eine Internet-Einheit zur Überwachung des Internets beim Verfassungsschutz aus Behördensicht aussieht. Das war eigentlich vor allen Dingen eine Gruppierung von Besoldungsstufen und so weiter. Wir wollten darüber eine Diskussion eigentlich anregen,
Ob der Verfassungsschutz überhaupt Massenüberwachung machen darf. Das ist eine verfassungsrechtliche Frage. Wir waren ganz stolz auf diesen Artikel, der morgens um 9 Uhr online ging und dachten so, endlich haben wir diese Diskussion. Um 9.12 Uhr verkündete Heiko Maas, dass er gleich die Vorratsdatenspeicherung wieder einführen will. Da war das Thema Verfassungsschutz leider nicht mehr interessant. Wir haben dann auch irgendwann interne Kommunikation des BNDs veröffentlicht, wo der auch mal wieder irgendwie seine verfassungswidrige Tätigkeiten bei der Massenüberwachung verheimlichen wollte. Und dann war der spannendste Tag in unserer Geschichte der 30. Juli 2015. Wir haben erstmal die geheime Cyberleitlinie des Verteidigungsministeriums veröffentlicht und dachte, darüber haben wir eine Diskussion. Und dann kriegte ich halt einen Brief vom Generalbundesanwalt nach Hause, dass der seit ein paar Monaten gegen uns wegen Landesverrat ermitteln würde. Wir haben das dann auch erstmal gegoogelt, haben dann erstmal den Brief online gestellt und dachten, okay, jetzt mal gucken, was man damit macht und was das überhaupt ist. Haben dann auch so ein Beweisfoto gemacht. Wir hatten auch gleichzeitig irgendwie Land der Ideen, von Gauck unterzeichnete Auszeichnung irgendwie bekommen und fühlten uns halt so ein bisschen in der kafkaesken Situation. Auf der einen Seite zeichnet uns der Bundespräsident als ausgezeichneter Ort des Landes aus. Auf der anderen Seite möchte uns der Generalbundesanwalt auf Anzeigen des damaligen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen ins Gefängnis bringen. Das war auch mitten in den Sommerferien. Unser Admin war gerade im Urlaub. Wir waren eigentlich gar nicht darauf vorbereitet, dass halt so ein großes Ding kommt. Wir haben dann mal 3 Tage lang unter landesverrat.org irgendwie zumindest irgendwie diese Dokumente veröffentlicht. Nach 10 Tagen war dann auch diese ganze Debatte vorbei. Meine Mutter wusste dann auch, was ich so beruflich mache, so ihre ganzen Freunde auch. Viele Medien mussten dann auch unseren Namen lernen. Das fand ich immer ganz lustig, wenn man irgendwelchen Fernsehmoderatoren oder Radiomoderatoren zuhörte, wie sie irgendwie Netzwerkpolitik oder sonst irgendwie vorher sagten. Jetzt sagen sie alle netzpolitik.org. Als Dankeschön haben wir dann noch die geheime BND-Strategie zur Aufrüstung bei der Massenüberwachung veröffentlicht. Das war 2015. 2016 ging so ähnlich weiter. BND wollte wieder verheimlichen, dass sie eigentlich mehr überwachen, als sie dürfen und die Öffentlichkeit weiß. 2016 war auch eine Zeit, da hatten wir Günther Oettinger als den fähigsten Digitalpolitiker, den die CDU-CSU jemals aufbringen konnte, nach Brüssel geschickt. Der war eigentlich ein Glücksfall für uns, weil alle anderen auf EU-Ebene machen eigentlich immer dieselbe Politik. Aber kann sich jemand erinnern, wie die aktuelle oder die letzte Digitalkommissarin heißt? Ich vergesse auch immer ihren Namen. So. Aber Günther Oettinger war für uns super, weil alle kannten ihn, brachte uns auch jeden Tag irgendwie neue Zitate wie hier. Früher hatte alle eine Zeitung in der Hand, heute bin ich der Einzige. Die anderen Köpfe gesenkt, Display an, online unterwegs. Ja, leider nicht. Gut, er war dann auch irgendwann dann Finanzkommissar. 2016 war die Diskussion um Netzneutralität. Es gab dann Regeln, die leider ein Schlupfloch offen gelassen haben, die sogenannten Zero-Rating-Sachen. Also Netzneutralität beschreibt halt das Prinzip, dass alle Daten im Internet gleich behandelt werden sollten. Wir haben dann auch dafür gekämpft, dass sozusagen von diesem Prinzip nicht abgerückt werden darf mit technischen Mitteln. Aber das Schlupfloch war, dass jetzt mittlerweile Partnerdienste vom Datenvolumen ausgenommen werden können. Das heißt, sie werden nicht diskriminiert sozusagen bei der Durchleitung, sondern sie werden bevorzugt, weil sie nicht auf das knappe Datenvolumen in Deutschland angerechnet werden. Und wir beschreiben da seitdem sehr energisch dagegen, schaffen Öffentlichkeit und hoffen, dass die Politik dieses Schlupfloch endlich mal schließt, weil das führt nämlich auch zu einem Ende der Netzneutralität, wenn bestimmte Partnerdienste immer bevorzugt behandelt werden. Bedeutet das, dass vor allen Dingen nicht kommerzielle Projekte überhaupt gar keine selben Zugangschancen haben und auch Startups oder kleine Projekte nicht. Das führt zu einer Konzentration und bevorzugt halt die Großen. 2016 war dann auch das BND-Gesetz, was sozusagen all das, was im NS-Auer all die Jahre vorher aufgedeckt wurde, was der BND alles illegalerweise macht, wo das nachträglich legalisiert wurde und ihm noch mehr Befugnisse gegeben wurden, der darf jetzt ganz legal alles überwachen, aber nicht von Deutschen, weil die haben so geile künstliche Intelligenz, die können alle Daten von Deutschen irgendwie automatisch aussortieren. Es gab dann noch gemeinsam ein anderes Leak von Teaser, was wir gemeinsam mit Greenpeace veröffentlicht haben und eingeordnet haben. Ja, das war 2016. 2017 ist Leonard Dobusch dann für uns oder für sich sozusagen in den ZDF-Fernsehrat gewählt worden. Seitdem blockt er bei uns.
darüber, was eine kleine Kulturrevolution im ZDF-Fernsehrat ausgelöst hat, weil die waren nicht gewöhnt, dass jemand Öffentlichkeit schafft. Und Leonard macht das grandios seitdem. Das brachte ihm auch in diesem Jahr eine Nominierung für den Grimme Online Award an. 2017 war dann auch die Zeit E-Privacy auf EU-Ebene, die kleine Schwester sozusagen der Datenschutzgrundverordnung, wo sehr viele sinnvolle Sachen reinkommen könnten, wenn sie denn mal beschlossen würde. Das EU-Parlament hat überraschenderweise dann für mehr Nutzerrechte gestimmt. Seitdem liegt das leider halt tot irgendwie auf der Seitengeraden. 2017 hat dann auch irgendwie Markus Reuter vor allen Dingen mit Michael Greil und anderen Datenjournalisten vom Tagesspiegel, Michael Greil damals beim Tagesspiegel, irgendwie mal die ganzen Twitter-Wahlkampfstrategien der AfD analysiert, visualisiert. Gibt halt auch keine Änderungen zu heute. Sind halt immer AfD-Accounts. Retweeten gerne Nazi-Kanäle. Die aber nicht Nazis genannt werden möchten oder rechtsradikal. Wir waren mittlerweile da auch schon ein bisschen größer geworden. Ende 2017 sah die Redaktion dann so aus. Dann kommen wir schon zu 2018. Ich bin ganz verwundert, so viele Folien jetzt schon geschafft zu haben. 2018 hatten wir dann eine Praktikantin, damals Praktikantin, Marie Bröckling, die es geschafft hat, den wahrscheinlich erfolgreichsten Artikel in der Geschichte von Netzpolitik in ihrem Praktikum zu schreiben. Und sie hat dann angefangen, sich auf Polizeigesetze zu spezialisieren. Und dieser Artikel ist mehr als 1,3 Millionen Mal abgerufen worden. Und seitdem ist Marie sehr motiviert und sehr gut dabei, Licht ins Dunkle von Polizeigesetzgebungen zu bringen. Wir haben ein schönes Dossier gemacht zu kleiner 1x1 der digitalen Selbstverteidigung, weil der Running Gag ist, wenn ich irgendwo einen Vortrag halte, früher oder später, egal zu welchem Thema ich einen Vortrag halte, kommen Leute an und wollen wissen, wie sie ihr Handy absichern können und so weiter. Und um das auch mal irgendwie so einen Ort im Internet zu haben, wo man sagen kann, geben Sie bei uns digitale Selbstverteidigung ein, da finden Sie zumindest mal die ganzen Basics, was man halt so mal sich anschauen könnte, was man mal installieren könnte. Ja, das war halt sehr niedrigschwellig, würden wir gern mehr machen, braucht aber auch Ressourcen. Vor allem Alexander Fanta und Ingo Dachwitz haben sich dann Google News Initiative im Sommer 2018 angeschaut, wie Google halt 300 Millionen Euro an Medien ausschüttet sozusagen und welche Effekte das hat und warum das kritisierungswürdig ist. Wir haben immer abgelehnt, von Google Geld zu nehmen. Das bringt uns in eine blöde Situation, dass halt alle unseren anderen, sagen wir mal, Medienkonkurrenten teilweise eine 500.000 bekommen, um ihre Technik aufzurüsten von Google und wir das halt nicht bekommen. Aber wir sind lieber unabhängig von Google und berichten weiterhin gerne kritisch über Google und verzichten dann lieber auf die 500.000, die man darüber bekommen könnte. Stattdessen kümmern wir uns darum, wie man halt auch Plattformen regulieren kann und bringen immer wieder Vorschläge ein. Das ist eine der größten Diskussionen der jetzigen Zeit. Wie gehen wir halt mit der Marktmacht von Google, YouTube, Facebook und Instagram und Co. an? Und wie kann man sie regulieren, ohne das offene Internet kaputt zu machen und Grundrechte zu gefährden? Letztes Jahr war auch ein großes Thema, Cambridge Analytica, Facebook, haben wir auch sehr ausführlich dokumentiert. Außerdem unsere eigenen Recherchen zu Influencer in Uniform. Was machen eigentlich Polizeien auf Twitter und sozialen Medien? Fehlen da Rechtsgrundlagen und so weiter? Ist dann auch später ausgezeichnet worden vom Bayerischen Journalistenverband. Und wir haben 2018 angefangen, aus Brüssel zu berichten. Wir haben entgegen des Trends, dass immer weniger aus Brüssel berichtet wird, aus Kostengründen und so weiter, und viele Medien sich keine eigene Brüssel-Berichterstattung leisten, Alexander Fanta nach Brüssel geschickt, der seitdem vor Ort für uns berichtet. Das kostet zwar, aber wir finden es wichtig, aus Brüssel über Brüssel zu berichten und nicht nur aus Berlin über Brüssel, was es hat schon manchmal Vorteile, wenn man auch vor Ort ist. Auch einer der erfolgreichsten Artikel des Jahres war, Thomas Rudel hat den Bundesrechnungshof motiviert durch sehr viele Nachfragen, sehr viel Nachhaken, sehr viele E-Mails und Anrufe, dass sie endlich mal so einen Bericht rausgeben, wo halt quasi Alexander Dobrindt als Infrastrukturminister als vollkommener Fail dargestellt wurde, der halt vorher nicht in der Öffentlichkeit war. Ja, und seitdem weiß man halt, dass das vollkommener Fail war, aber jeder, der halt hier in Brandenburg ins Netz geht, wusste das auch vorher. Ja, aber dann großer Dank an Thomas, der ja häufig irgendwie im Büro da sitzt, weil er kümmert sich bei uns um Infrastruktur und Breitbandausbau und das ist seine normale Körperhaltung, wenn er sich irgendwelche Dokumente durchliest.
2018 waren wir da auch schon ein bisschen größer geworden. Auch da haben wir es nicht geschafft, alle auf ein, während unserer Netzpolitik-Konferenz auf ein Foto zu bekommen. Wir waren damals schon 16 Leute, verteilt auf 10 Stellen. Plus halt irgendwie unsere freien Radikalen wie Leonard Dobusch, Matthias Monroy und andere, die halt, Arne Semsrott, die halt sozusagen mitschreiben, wenn sie Zeit und Lust haben und ihre Expertise einbringen und unsere Plattform mitnutzen. Das war auch die erste Konferenz in der Volksbühne, wo wir ganz froh waren, sozusagen eines der schönsten Theater in Berlin, praktischerweise auch bei uns direkt um die Ecke. Wir gehen gerne in die Kantine mit unserer, ja, mit unseren Slogans Fight for Digital Rights auszustatten. Machen wir dieses Jahr auch wieder. 2018 war dann auch das erste Mal, dass wir ein Informationsfreiheitsgesetz-Anfrage durchgeklagt hatten. Das dauert dann 5 Jahre, bis es hochgeht zum Bundesverwaltungsgericht. Wir wollten eigentlich wissen, ob die Eckart von Kläden, der war Staatsminister im Kanzleramt, war 2013 beim Leistungsschutzrecht in der entscheidenden Kabinettssitzung mitentschieden hat, mitgeredet hat und wollten das Protokoll und die Teilnahmeliste haben. Das war insofern interessant, weil sein Bruder Dietrich von Kläden der Hauptlobbyist bei Springer war. Ja, die Bundesregierung hatte kein Interesse daran. Wir haben uns halt über mehrere Instanzen sozusagen immer wieder getroffen und dann kam halt raus, na gut, wir haben Teilerfolg bekommen, die Teilnehmerlisten stehen uns zu, aber leider nicht, was besprochen wird. Das wird zumindest jetzt für 30 Jahre geheim gehalten, also nicht so schlimm wie die NSU-Akten in Hessen, die 120 Jahre geheim gehalten werden, aber das haben wir zumindest leider diesmal nicht ändern können. 2018 war dann auch das erste Mal, haben wir einen eigenen Online-Shop veröffentlicht. Wir hatten immer das Problem, oder sagen wir, wir haben dann auch durch unseren Designer Ole, der 2018, glaube ich, dazu kam, endlich mal einen Haufen coole Merchandising-Produkte bekommen, aber hatten jetzt auch keine Lust, eine eigene Infrastruktur aufzubauen, um das alles aus dem Büro heraus irgendwie zu verkaufen. Und jetzt haben wir einen eigenen Shop bei den Merch-Cowboys unter netzpolitik.org/shop. Könnt ihr das dann dort bestellen, weil sonst gibt es die Produkte auch nur irgendwie auf unseren eigenen Konferenzen oder später machen wir eine kleine Versteigerung. Wir haben ausgewählte Sachen noch dabei, unter anderem die letzten Limited Edition Landesverrats-Hoodies, die wir damals mal gemacht haben, die seitdem bei uns noch rumstehen und andere Sachen. Ja, da bin ich auch schon in diesem Jahr. Wir haben das IT-Sicherheitsgesetz 2.0 veröffentlicht und ausführlich kommentiert, bewertet, was seitdem diskutiert wird. Zum Glück noch nicht beschlossen ist, weil die SPD im Moment noch irgendwie Bedenken hat. Die Frage ist wie immer, wie lange noch. Wir haben das Verfassungsschutzgesetz veröffentlicht und kommentiert. Auch da ist derselbe Status. Ja, mal gucken, wie lange die SPD noch dagegen ist. Wir hatten einen Whistleblower, der Mitarbeiter eines Facebook-Moderationszentrums bei uns, der uns stundenlang erzählt hat, wie das alles abläuft und da ein bisschen mehr Licht ins Dunkeln gebracht. Das war ganz interessant, mal jemanden zu haben, der dann stundenlang irgendwie plaudert und erklärt, was da überall zu sehen ist, wie die ganzen Prozesse sind und so weiter. Und wir haben das halt so, ja, ausführlich dokumentiert und konnten noch ein paar neue Aspekte in die Debatte bringen. Wir waren nicht die Ersten, die so einen Whistleblower hatten, aber wir fanden schon, dass wir da noch ein paar neue Aspekte zumindest rausgewinnen konnten. 2019 war dann auch die Zeit, wo auf einmal 200.000 Menschen in Deutschland auf die Straße gingen, zu einem Thema wie Urheberrecht. Also die Copyright Wars 2.0 waren wieder da. Endlich kann man so sagen, wir haben jahrelang auch darüber berichtet, hat keinen interessiert, aber auf einmal wieder eine ähnliche Dynamik wie damals bei ACTA. Aber es brachte sehr viele, vor allen Dingen junge Menschen, auf die Straße. Und wir versuchten dann auch irgendwie noch zu erklären, hey, Upload-Filter gegen Urheberrecht, das ist echt scheiße, nicht akzeptabel. Aber parallel gibt es noch die EU-Verordnung gegen Terrorpropaganda und die interessiert leider keinen. Und da geht es tatsächlich um mögliche politische Zensur und einstündige Reaktionszeiten. Das wird immer noch verhandelt. Wir haben wahrscheinlich die beste Berichterstattung rund um diese Verordnung, weil es sonst auch einfach keinen interessiert, wer ist schon gegen Terror, also ist schon für Terrorpropaganda. Aber es ist natürlich eine Frage, die Terrorpropaganda, die Definition davon, ist eine politische Frage. Und während in England schon irgendwie Umweltschützer irgendwie als Terror definiert werden, hat man auch in der Diskussion um den Hambacher Wald festgestellt, dass Teile der NRW-Regierung auch alle Protestierenden irgendwie am liebsten in die Terror-Ecke stecken wollen würden.
Und mit so einer Verordnung könnte dann auch zukünftig Hans-Georg Maaßen einfach mal bei, je nachdem wie sie abgestimmt wird, bei Providern anrufen und sagen, dass halt so ein Video von irgendeinem YouTube-Account namens Zeckenbiss irgendwie sofort mal runtergenommen werden müsste, weil es doch Fake News sein. Und wir könnten nicht darüber diskutieren, weil es dann nicht mehr sichtbar wäre. Letzte Woche hat dann auch André Kennzeichenscanner ein Gutachten veröffentlicht, was sozusagen für Brandenburg gemacht wurde und festlegte oder definierte, dass halt diese Kennzeichenscanner, die in Brandenburg eingesetzt werden, illegal sind. Uns war das bewusst, das Gutachten bestätigte das, aber der Öffentlichkeit war es noch nicht so ganz bekannt. Jetzt ermittelt das LKA wegen Geheimnisverrat. Wenigstens hat Brandenburg verstanden oder die Landesregierung, dass sie besser nicht gegen uns ermitteln sollten, weil es hier eher um Verrat von Dienstgeheimnissen geht, was seit dem Cicero-Urteil von 2005 nicht mehr gegen Journalisten angewandt werden darf, so, aber sie ermitteln gegen unsere Quellen. Auf dem Weg hierhin hat nochmal irgendwie André darüber berichtet, dass ihr möglicherweise auch Opfer davon geworden seid und diese Kennzeichen bisher nicht gelöscht werden. 2019 war dann auch die Diskussion über das Fusion Festival, was Markus Reuter bei uns sehr ausführlich mitgemacht hat, wo wir auch aufgezeigt haben, dass es bei digitalen Grundrechten auch darum geht, kulturelle Freiräume und analoge Grundrechte mitzuverteidigen. Und das Fusion oder die Diskussion um das Fusion Festival war halt so eine Diskussion. Ja, komme ich auch schon zum Ende. Die Spendenentwicklung bei Netzpolitik ist positiv, aber jetzt auch nicht so, dass wir irgendwie goldene Kronleuchter bei uns haben oder sonst wie. Wir haben monatliche Spendenziele, was wir definiert haben, was wir nicht in jedem Monat einhalten. Wir können uns leider auch nicht immer darauf verlassen, dass es zu Weihnachten dann mehr Spenden gibt. Das muss man immer Weihnachten sehen, ob das tatsächlich funktioniert, weil wir auch nicht die Einzigen sind, die Spenden irgendwie nehmen. Das ist ja mittlerweile so bei allen üblich geworden. Wir geben aber weiterhin unsere Transparenzberichte raus. Wir haben noch ein bisschen Glück, dass wir noch einen kleinen Restbestand an Bitcoins haben, die wir nach und nach verkaufen, aber das sind unsere eisernen Reserven sozusagen. Also wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt, am besten mit einem Dauerauftrag, dann können wir im Idealfall noch mehr machen und noch mehr recherchieren und noch mehr Aufmerksamkeit auf Themen lenken. Ja, das waren 15 Jahre Netzpolitik. Das war auch nur ein kleiner Ausschnitt. Hätte ich gewusst, dass ich das so schnell durchbekomme, hätte ich noch viel mehr zeigen können. Ich habe nämlich einen Haufen Folien rausgeschmissen, weil ich dachte schon, 150 Folien sind zu viel. Wir feiern das Ganze am 13.09. in Berlin, wieder in der Volksbühne mit einer Konferenz, wo wir viele Gäste haben. Das wird ganz spannend. Die Eintrittspreise sind ab 20 Euro. Alle, die auch ein ermäßigtes Ticket oder der Meinung sind, sie hätten Anrecht auf ein ermäßigtes Ticket, kommen auch schon ab 10 Euro rein. Wer es sich leisten kann, kann auch gerne mehr zahlen. Das machen tatsächlich ein paar. Vielen Dank dafür. Wir glauben auch, dass die Konferenz einen höheren Eintrittspreis gerechtfertigen würde im Vergleich zu vielen anderen Konferenzen, aber wir wollen halt so inklusiv wie möglich sein und sind auch ganz froh, dass Wikimedia Deutschland und der Chaos Computer Club uns dabei unterstützen und quasi in der Querfinanzierung unsere Ausgaben refinanzieren. Und vor allen Dingen machen wir die Konferenz, um abends eine Party zu machen. Und die findet im Mensch-Meyer statt. Ja, das war das Ende der Präsentation. Vielen Dank. Jetzt bieten wir einmalig die Möglichkeit an, Merchandising zu verkaufen. Ich weiß nicht, ist Markus hier? Reuter? Kann jemand mal das schlafende Kind von Markus halten? Ja, schade. Gut. Super. Dann würde ich sagen, der Jean ist jetzt unser Auktionator. Genau. Ich hoffe, ihr wollt auch irgendwas. So, nicht, dass wir hier irgendwas jetzt versteigern, was keiner versteigert haben möchte. Also, Moment mal. Willst du auch irgendwas sagen oder willst du das nur halten? Sollen wir mal mit anderen Sachen anfangen, die irgendwie kleiner sind? Ich komme einfach mal. Also, okay. Jetzt, na gut, dann fangen wir, das haben wir eben schon mal präsentiert. Wir haben einen Landesverrats-Hoodie. Wir haben sogar irgendwie 3 oder 4 Hoodies. Wir haben die sogar auch in Blau. Blau ist so die Limited Edition sozusagen. Von den Blauen haben wir weniger gemacht. Wir haben die in der Größe M. Blau ist auch, Blau ist die Größe L, beide passen mir, L ist so ein bisschen weiter. Ich würde sagen, für 42 Euro geht einer von denen ins Rennen. Da bietet schon mal einer 42 Euro, wer bietet mehr? Nee, dafür kriegst du S. Gut, welche Größe willst du denn haben und welche Farbe? M-Schwarz, gut. Dann möchte jemand Blau L für 42 Euro haben. Hier, danke.
Super. 42 Euro. Falls ihr nicht genug Bargeld dabei habt, finden wir auch eine Lösung. Ah, super. 50 Euro. Toll. Ja, hättest du auch gleich 50 Euro sagen können, nicht überbieten können. Also, da hinten 42 Euro. Will jemand mehr als 42 Euro bieten? Gut, dann ist es verkauft für 42 Euro. Hier hinten hinkommen. Wenn ihr nicht genug Bargeld dabei habt und deswegen nicht mitbieten möchtet, dann habt ihr auch natürlich die Möglichkeit, uns das hinterher zu überweisen. Das machen wir auf Vertrauensbasis und das könnt ihr heute schon mitnehmen. Wir schreiben uns natürlich den Namen auf. Also, hier L verkauft da hinten hin. Jetzt haben wir noch, wenn ihr euch jetzt überlegt habt, ihr wollt jetzt doch so ein Ding haben, wir haben noch ein Männer M in, nee, Frauen Unisex M, also schwarz in M. L. Gibt es auch ein L, sieht genauso aus, nur ein bisschen größer. Was? Okay, Markus kauft das L. Aber das war eine Hand, das habe ich genau gesehen. Okay, also wir haben noch ein paar Landesverrats-Hoodies. Wir haben sogar Tassen. Du wolltest wirklich gerade eine Versteigerung machen und danach nochmal jeden einzelnen versteigern? Nee, ich dachte irgendwie, möglicherweise gibt es ja noch mehr Interesse daran. Okay, wir haben jetzt hier eigene Tassen, Fight for Digital Rights. Was ist so ein guter Einstieg? Fünf? Also in unserem Shop gibt es die für fünf, aber da müsst ihr noch irgendwie... Was? Acht. Super, acht. Also hier könnt ihr alles reinfüllen, was an Getränken auf dem Camp verfügbar ist. Also natürlich nur das Volumen, was irgendwie das Volumen dieses Bechers nicht übersteigt. Das ist eine absolute Premium-Tasse. Also, du sagst zehn. Ja. Hören also, wir vielleicht hier auch noch irgendwo eine elf? Wer will die elf? Gut, dann haben wir erstmal für zehn. Also für dich verkauft, für dich hinten können wir auch die acht. Aber wir haben noch eine zweite, nichts für schwache Nerven. Netzpolitik.org. Das ist nicht ganz so cool wie die andere, aber fangen wir auch mal mit fünf an. Da hinten, will jemand mehr als fünf? Na? Gut, auch verkauft. Super. Wir haben Aufkleber. Wollen wir Aufkleber versteigern? Nee, ne? Aber wir haben 1000 Aufkleber, die könnten wir jetzt alle einzeln versteigern. wir haben Aufkleber, die könnt ihr euch abholen, auf Notebooks machen, nehmen wir auch gerne. Wir haben eine Kiste. Die Kiste ist ungebrandet, aber sie kommt aus unserem Büro. Also sie hat sozusagen unsere Büroluft eingeatmet. Sie hat sozusagen die Atmosphäre mitgenommen aufs Camp. Und ich finde, da sollte man schon irgendwie... Na, willst du die kaufen? 50 Cent? Nee, das ist mehr wert als 50 Cent. So. Ja, Markus Reuter will die vielleicht noch unterschreiben, dann ist sie mehr wert, oder? Ja, gut. 50 Euro. 50 Euro. Du hast die Kasse. Hm? Tasse. Welche? Die? Deine. Ja, genau. Dankeschön. Vielen Dank. Und du? Den blauen. Gut, dann haben wir hier noch Hoodies. Wer sich jetzt nicht traut, irgendwas mitzuversteigern, kann sich irgendwie... Wir haben noch drei Hoodies von der Landesverrat Edition, außerdem Aufkleber und Fight for Digital... Ich habe Bargeld, gleich mal. Fight for Digital Rights. Schlüsselanhänger, das haben nur unsere Besucher unserer letzten Konferenz, gibt es auch, glaube ich, nicht mehr irgendwo zu verkaufen, aber in der letzten Edition hier noch. Das war's. Danke fürs Zuhören. Viel Spaß. Kommt zu unserer Konferenz, kommt zur Party. Viel Spaß auf dem Camp. Großen Applaus für Markus Beckedahl von netzpolitik.org. So, du hast noch...